So, es kann losgehen. Guten Abend und herzlich willkommen heute Abend in der Aula. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Johann Stockhammer. Ich bin der Dekan der Fakultät für Gestaltung. Vor allem bin ich aber Modedesigner und in dieser Funktion an die Hochschule berufen als Professor für Mode. Dort in den Modeprojekten habe ich oft und immer wiederkehrend die Situation gehabt, dass Studierende sich beschwert haben. Eine Kommilitonin, ein Kommilitone habe ihre Idee aufgegriffen, gestohlen, sie kopiert. Meine Antwort ist dann immer für viele recht verblüffend. Ich sage dann, super, toll. Herzlichen Glückwunsch. Ich selber habe Jahre gebraucht, bis ich als Designer kopiert wurde und Sie schaffen das schon im Studium. Was für eine große Auszeichnung. Die meisten, aber auch nicht alle, beruhigen sich dann und können es dann sogar genauso sehen, wie ich das auch sehe. Ich bin selber ja der Meinung, dass wir Menschen grundsätzlich weniger Kreierer sind, sondern eher Kopierer und Nachahmer. Wir lernen von unseren Eltern, Lehrenden und machen sie nach, wie sie essen, wie sie arbeiten, wie sie laufen und wie sie sprechen. Und dennoch entstehen gerade, auch vor allem in unserem Bereich, Design oder Kunst oder auch in der Musik, immer wieder ganz neue Dinge. Unter diesem Aspekt finde ich den heutigen Vortrag auch besonders interessant, denn hier geht es genau darum, um Originale und um Kopien und um einen umgekehrten Ansatz, dass Kopien auch wieder zu neuen Originalen werden können. Diese Thematik beschäftigt das Künstlerinnen-Duo Palace Empire immer wieder in ihrem Werk und genauso auch in der Themenstellen ihres Kurses, den sie hier bei uns an der Fakultät für Gestaltung im Moment abhalten. Palace Empire, das sind Barbara Wolf, umgekehrt, okay, Barbara Wolf und Katharina Stöfer, so auf diese Seite, genau. Herzlich willkommen an Sie beide. Wir freuen uns sehr auf diesen Vortrag gleich. Beide sind Preisträgerinnen des ersten Peter-Jacobi-Stipendiums und ich möchte auch den Stifter, Herrn Professor Peter Jacobi, hier herzlich heute Abend willkommen heißen. Und die beiden werden uns jetzt einen Einblick geben in ihr Schaffen und hier wiederum auch in die Ausrichtung der Lehre bei uns und natürlich des Projekts, das Sie im Rahmen des Jacobi-Stipendiums gerade entwickeln und im kommenden Jahr im Kunstverein bei Bettina Schönfelder, da sitzt sie, ausstellen werden. Die Bühne gehört Ihnen. Wir freuen uns auf den Vortrag. Super. Vielen Dank. Also erstmal vielen Dank für die Vorstellung und vielen Dank an die Hochschule, dass wir hier sein dürfen und über unsere Arbeit sprechen. Und vielen Dank an Peter Jacobi. Und ja. Der Grund ist, warum wir eigentlich hier sind, unter anderem. Genau. Ja, also. Wo fangen wir an? Ja. Wo fangen wir an? Es fing an vor 16 Jahren. Genau, also wir wollten unsere Arbeit vorstellen und wir machen jetzt eine kurze Einführung, wie wir zu dem gekommen sind, was wir jetzt tun und dann wollen wir ganz spezifisch bestimmte Ausstellungen vorstellen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, aber auch sehr mit Fokus zu, wie die Prozesse dazu eben geführt haben, wie dann ein bestimmtes Werk entsteht oder was es eben auch für Schwierigkeiten gibt. Also ja, wir haben eben verschiedene Bilder zusammengestellt, die jetzt nicht nur die fertigen Ausstellungen zeigen, sondern den Weg dahin. Genau. Und was wir jetzt hier hinter uns sehen, das war der erste Pelleschraum, den wir kreiert haben. Das war 2005 in Frankfurt, wo wir beide an der Städelschule studiert haben. Und wir haben beide in der gleichen Wohnung gewohnt und da ist dann relativ plötzlich jemand ausgezogen. Wir hatten diesen Raum und eigentlich haben wir beide Malerei studiert und wir haben aber irgendwie beide das Gefühl gehabt, wir wollen mal was anderes probieren. Und da wir im Frankfurter Rotlichtviertel gelebt haben, was sehr laut war und sehr bunt, haben wir entschieden, wir machen da einen wöchentlichen Salon. Und während wir dann so darüber gesprochen haben, was man dafür machen könnte und halt auch in Bezug auf die Örtlichkeit, weil
die ganze Architektur ist da so Gründerzeitarchitektur mit wunderschönen, riesigen Häusern, aber eben mittlerweile Rotlichtviertel, also ein ziemlicher Clash an Stilen und auch halt Menschen, die da wohnen. Da haben wir gedacht, es wär ganz schön, wenn man irgendwie auch mit der Gegend was macht. Und da ist Barbara eingefallen, dass es in Rumänien dieses Schloss Peles gibt, in den Karpaten. Und das ist nämlich ein Historismus-Schloss, also ein sehr junges Schloss, was irgendwie ja 130 Jahre alt ist oder so, was verschiedene architektonische Stile kopiert und teilweise reinterpretiert. Also man muss sich das so vorstellen, dass also ein Rokoko-Zimmer neben einem Art Deko-Zimmer existiert und dann auch irgendwelche original geschnitzte indische Möbel neben einem kopierten Medici-Grab und so verschiedene Stile fließen da eben in dieses Schloss ein, was wir dann sehr interessant fanden und dachten, für unseren wöchentlichen Salon nehmen wir als Referenz das Prinzessinnen, The Princess Bedroom, und haben das dann in Form von A3-Kopien, wo es dann eben wieder um die einfachste Form der Kopie geht, an die Wand tapeziert. Also ja, man sieht ja ganz schön in dem, ja. Genau. Ja, und das war eben so eine Schnittstelle zwischen privat und öffentlich. Und erst sozusagen im Laufe der Zeit, als wir uns dann mehr noch mit diesem Schloss auseinandergesetzt haben, haben wir eigentlich gemerkt, dass da noch viel mehr dahinter steht. Also dass zum Beispiel eben diese Methode des Schlosses so interessant ist. Da sieht man nochmal die A3-Tapete und eben, ja, dieses Prinzessinnenzimmer war eben eine Referenz zu dem Rotlichtviertel, wo wir gewohnt haben. Und im gleichen Jahr sind wir dann nach London gezogen. Nur als Referenz, das war 2005. Mhm. Ja, genau, im gleichen Jahr sind wir nach London gezogen und da wollten wir diese Arbeit fortführen. Das hat uns sehr Spaß gemacht, so dieses, ja, einfach offene Arbeiten, und da haben wir eine Tapete erstellt für unser Wohnzimmer damals, und zwar war das ein German Renaissance Room, also auch ein bisschen als Referenz, dass wir eben gerade aus Deutschland, aus Frankfurt kamen. Da sieht man eigentlich ganz schön, das war in der Installation, sieht man ganz schön, wie die A3-Blätter zusammengeklebt waren von hinten, also das sah man davor. Da gab es dann eben auch jeden Donnerstagabend Barabende, und dann haben wir uns gefragt, soll das irgendwie nur eine Bar sein oder wie kann man das erweitern? Und dann haben wir angefangen, befreundete Künstler einzuladen, in diesen Räumen auszustellen. Genau, das kam dann, also das war noch von den wilderen Barzeiten. Genau, und dann 2011 haben wir auch bei Freeze Projects mitgemacht. Da gab es eine Bar, wo es dann Zwicker gab, einen rumänischen Pflaumenschnaps, der ja auch sozusagen die Perspektive verzerrt. Und im Hintergrund sieht man auch eben eine verzerrte Version von dem Schloss. Und wir haben dann auch noch Objekte gemacht, die auch auf diesen verzerrten Elementen basiert haben. Genau, und hier, das ist jetzt einer der das war einer der Ausstellungsräume, eigentlich auch der letzte, den wir betrieben haben. Wir hatten, glaube ich, insgesamt 5. Außer der in Berlin, ja, in London. Genau, ja. Genau. Genau, und also das war eben auch ein Raum, der war auch zwischen privat und öffentlich. Das war auch Teil unserer Wohnung und auch Teil unseres Ateliers eigentlich, wo wir auch andere Künstler eingeladen haben, ihre Arbeiten zu zeigen. Der war in Schwarz-Weiß, weil wir gleichzeitig auch noch einen Raum in Rumänien, in Cluj, betrieben haben, der die gleiche Tapete, aber in Farbe hatte. Ja. Genau. Und damals war das Konzept, dass sowohl ein Künstler, der in London ausstellte, auch dann in Cluj ausgestellt hat oder auch größere Gruppenausstellungen. Ja, genau. Und dahinter war sozusagen, in London war unser Atelier. Und da haben wir uns dann auch schon angefangen, auch mit der Idee von Konstruktion und Dekonstruktion auseinanderzusetzen. Das spielt dann vor allem im weiteren Verlauf unserer Arbeit noch eine größere Rolle. Das ist unser jetziger Ausstellungsraum in Berlin. Hinter dem weißen Vorhang, den man da sieht, befindet sich auch unser Atelier. Aber eben im vorderen Teil des Raumes, ja, ist eben auch ein Ausstellungsraum, in dem wir andere Künstler einladen. Und auch Teil des Konzepts ist, dass wir dann Ausstellungen mit Künstlern oder Künstler, mit denen wir Ausstellungen gemacht haben, dass wir die dann auch immer wieder mitnehmen und nochmal ausstellen.
Und wir hatten Ausstellungsräume eben in Cluj. Wir haben aber auch schon Ausstellungen in Istanbul und in L.A. gemacht. Und immer, wenn wir dann einen neuen Raum machen, machen wir dann auch eine neue Raumtapete. Und sozusagen diese Ausstellungsräume, die eigentlich dann nur so eine Fototapete sind, auf einem Raum basierend, das ist sozusagen der statische Teil unserer Arbeit. Und die anderen Arbeiten, die freier sind und wo wir mehr die Methode des Schlosses verfolgen, das ist so ein dynamischerer Teil. Genau, also die Ausstellungsräume basieren immer auf einem Foto von einem Raum aus dem Schloss. Und genau, die Arbeiten, die dann zwischen uns entstehen, die wir in anderen Institutionen und Räumen zeigen, wie Katharina schon sagte, sind dynamischer. Ja. Und das war eine Ausstellung 2016, die hieß One Eye, Two Eyes. Weil bei, also One Eye, mit einem Auge sieht man eben zweidimensional und mit zwei Augen sieht man dreidimensional. Und damals haben wir uns eben sehr auch mit dem Moment eben zwischen Bild und Objekt auseinandergesetzt. Oder wann ist es eine Malerei, wann ist es eine Skulptur? Und auch dieser Dekonstruktionselement kam wieder auf, weil wir haben uns dann noch mit Trompe l'œil oder mit Quod Libet auseinandergesetzt, also frühere Malerei Richtung, wo man eben noch das Werkzeug sieht oder noch Abfälle und eigentlich auch im Sinne des Schlosses, wenn man an alle Materialien ganz hierarchielos rangeht und sagt, dass auch eine Keramik genauso viel wert ist wie ein Stückchen Knallfolie Styropor. Oder Styropor. Und da haben wir uns eben damit auseinandergesetzt. Es war für uns eigentlich schon immer die Frage, sowohl in den Räumen als auch in den Ausstellungen und Objekten, die wir machen, was passiert, wenn ein Gedanke oder ein Material sozusagen die verschiedenen Dimensionen durchläuft? Also auch einfach ganz simples Beispiel von den Räumen im Schloss. Das sind ja dreidimensionale Räume, die man wahrnimmt. Wenn man die dann verflacht auf ein zweidimensionales Foto, was passiert, wenn das wieder Raum bekommt? Wenn das wieder ein dreidimensionaler Raum wird? Und so ist eben auch die Herangehensweise ganz konkret in dieser Ausstellung. Genau. Das war so ein bisschen ein Weg zu einer Ausstellung, über die wir jetzt in mehr Detail reden wollen. Und zwar war das für Made in Germany 3 im Kunstverein Hannover. Ganz oben sieht man den Raum und der hatte eben, ja, als wir zum ersten Mal den Raum gesehen haben, war eben der Ausgangspunkt für die Ausstellung sowohl der Boden als auch die Decke. Und die Decke hat uns eben auch fasziniert, weil es eben auch eine Unterteilung gab. Das erinnerte uns eben sehr an unsere Tapeten, die wir immer herstellen, eben aus diesen A3 und wie eben aus vielen kleinen Sachen dann ein Gesamtbild entsteht. Und gleichzeitig war der Boden, hatte genau die gleiche Farbe wie in unserem Atelier. Das war dann schon so ein bisschen, da waren auf jeden Fall diese zwei Momente, die wir auf jeden Fall in die Ausstellung einbeziehen wollten. Pardon. Ja, ich gehe nochmal zurück. Ja, genau, da sieht man das. Und eben, wir haben es ja schon vorher in der Ausstellung davor auch mit dieser Frage von Qualitäten und eben Hierarchien sozusagen auseinandergesetzt und wollten das eben auch nochmal aufgreifen in verschiedenen Formen. Das ist der Boden in unserem Atelier. Genau. Und zwar haben wir uns dann überlegt, während wir für diese Ausstellung angefangen haben, Arbeiten zu produzieren, wann ist sozusagen der Moment, wo dann eine Arbeit ist. Wann ist dieser Moment greifbar, dass etwas von der Produktion dann in etwas übergeht, dass es die Arbeit ist, die es selbst ist? Das sind alles Aufnahmen von dem Atelierboden während der Produktion der Arbeiten, die dann aber im Endeffekt die Arbeiten selber wurden. Genau. Und dazwischen, also das war die Installation, die man gleich sehen wird, die basierte aus verschiedenen Elementen, also diese dekonstruierten Teile oder diese prozesshaften Teile waren ein Element und ein weiterer Element waren auch so Keramik-Styropor-Objekte, die wir gemacht haben und die basierten auf dem Grundriss vom Schloss Pelesch, die wir aber frei mit unseren Händen geformt haben und die dann auch, weil es aus zwei verschiedenen Tonarten basierte, die sind dann auch im Brennofen zerbrochen. Und die sozusagen hielten sich gegenseitig durch eben die Seile und durch die Balance, die dann da eben in diesen Objekten entstand. Und auch, das ist auch ein Element in unserer Arbeit, der oft vorkommt, also dass wir teilweise dann so industriell gefertigte Materialien nehmen, wie zum Beispiel Styropor oder Seil. Und dann gibt es dann auch wieder diese handgemachten Elemente,
wo dann eben auch die Frage ist, also ist dieses Ming-Porzellan mehr wert als das Styropor? Und das Styropor taucht auch häufig vor, weil es auch so eine Referenz ist zu diesen Pixeln oder zu den Schwarz-Weiß-Kopien. Hier sieht man eine Ansicht von dieser Ausstellung. Also auf dem Boden sieht man, haben wir eine Bodentapete gemacht. Also die besteht auch aus 1500 Blättern A3-Kopien, was auch ein Foto ist eben von unserem Atelier während dem Werkprozess dieser anderen Skulpturen. Und an den Wänden hängen Teppiche, die eben genau diese Atelier-Szenen, die wir vorhin gezeigt hatten, eben als auf einen Teppich gedruckt haben. Und diese Teppichdrucke fanden wir auch eben speziell deswegen sehr interessant, weil das ist ein dreidimensionales Material. Jeder Faden ist sozusagen Skulptur. Und aber dann gleichzeitig hat es eine sehr große, es ist einfach ein Bild, also es hat eine große Bildhaftigkeit. Und ich glaube, diese Arbeiten stehen sehr speziell für, wie wir arbeiten, dass eben das zwischen den Stühlen passiert, dass es weder ein Bild ist noch ein Objekt, dass es irgendwas dazwischen ist oder ein Hybrid aus beidem. Genau, und zusätzlich zu diesen Objekten gab es auch noch andere Objekte. Und zwar waren das Kachelobjekte, die dann Fotografien von den anderen Objekten, also die waren sozusagen in Wirklichkeit im Raum, aber existierten eben auch als diese Kachelobjekte, wo ein Foto drauf war. Und auch diese Gitterstruktur von den Kacheln war dann auch wieder eine Referenz zu dem Oberlicht, was man dort gesehen hat. Genau, da sieht man ganz schön, dass eben die Skulpturen von allen Seiten abfotografiert wurden und dann eben drauf gedruckt auf diese Kacheln. Und was ganz witzig war, also hier sieht man zum Beispiel nochmal eine Seitenansicht, und was ganz lustig war, ist, dass die Menschen, die dann eben durch die Ausstellung gelaufen sind, die wussten dann teilweise nicht, was auf der Bodentapete, ob das nur ein Foto war oder ob da wirklich dann was liegt. Ein Stück Schirr oder was auch immer. Die Arbeit hat sich dann noch weiterentwickelt. Das war im Swiss Institute in New York. Und zwar wurden wir da gebeten, eine Ausstellung zu machen, die aber vor dem Swiss Institute stattfindet, weil das gerade umgebaut wurde. Dann war sozusagen die Ausstellung nach draußen gekehrt, was wir dann wieder so interessant fanden. Genau, dass man sozusagen diese Innen-Außen-Ansicht oder was kann man aus einem Raum bauen, dann haben wir eben alle Ausstellungsansichten, die wir hatten, als in einen Raum gebaut. Ja, genau. Und 2018 wurden wir eingeladen, bei Norden Zürich mitzumachen. Und das ist ganz interessant, weil da ist so eine Ausstellung, die in Zürich sozusagen rumwandert und in der Gegend, wo wir sozusagen waren, das war so ein Clash zwischen altem Brachland und daneben waren dann aber auf einmal so riesige neue Procter & Gamble Hochhäuser und zum Beispiel HR Giga wohnt da auch in der Nähe in so einem alten Schreberhaus-Hüttchen sozusagen. Und dieses Brachland hat uns dann sehr fasziniert und wir hatten dann entschieden, dass wir an der Stelle, die man dort jetzt auf dem Foto sieht, einen Pool machen. Und zwar auch ähnlich mit dieser Tromblö-Technik, dass man ein Foto von dem Ort und Stelle macht. Dann haben wir es dann in Berlin mit Sachen aus unserem Atelier überlagert und an gleicher Stelle, wo auch dieses Brachlandfoto entstanden ist, wieder diesen Pool hingesetzt. Genau, hier sieht man so ein paar Details, wie dann irgendwelche Arbeiten oder ja, Überbleibsel eben in dem Gras liegen. Und zum Beispiel auch eine Wasserszene, das ist auch, das, also teilweise gibt es Sachen, die auch direkt, also nicht nur unsere Arbeiten referenzieren, sondern auch wieder Elemente vom Schloss aufgreifen. Also hier, das ist eine Amphore, also ein Foto von der Amphore aus dem Schloss, da wo halt auch eine Wasserszene drauf ist. Genau, das war der Plan für die Kacheln und genau, die wurden dann bedruckt und so sah das Ganze dann später von oben aus. Ja, und alles, was man da sieht, sind dann eben nicht Objekte, die drin liegen, sondern was auf den Kacheln drauf gedruckt ist. Ja,
Und es hatte dann auch so was von archäologischen Ausgrabungen, aber eben mit, ich sag mal, Müll aus der Neuzeit. Hier sieht man eine Szene in unserem Atelier, damals, unserem damaligen Atelier. Und das war das Jahr, witzigerweise hatte meine Mutter auf in so einem Charity-Shop zwei Tassen gekauft, wo man die Skyline von Münster sieht, also die, wo die für uns damals noch gar keine Bedeutung hatte. Und aber in, witzigerweise ein paar Wochen später haben wir dann eine E-Mail bekommen von Skulpturprojekte Münster, ob wir uns vorstellen können, da einen Vorschlag einzureichen. Genau, und dann kamen die auch zu uns ins Atelier und so ging, nahm das so seinen Lauf und wir gingen zu einem ersten Site-Visit nach Münster. Und genau, wenn wir also eine Ausstellung oder irgendwas, ein neues Projekt angehen, dann ist es für uns eigentlich wichtig, zuerst mal irgendwie nach draußen zu gehen und irgendwie Fragen zu stellen oder irgendwie uns inspirieren zu lassen, was ist schon da oder was ist vorhanden. Und was uns besonders interessiert hat in Münster, war der Prinzipalmarkt, der, vielleicht beim nächsten, sieht man es ganz gut, der, also die Stadt wurde auch komplett zerbombt und danach stand eben die Frage lange im Raum, ob man die dann im Original wieder aufbaut, diesen Prinzipalmarkt, oder was man eben mit diesen alten Plänen macht. Und dann wurden aber, dann wurden die Häuser teilweise nach dem Original wieder aufgebaut, teilweise aber neu interpretiert. Und so entsteht eigentlich auch ein interessantes Mischmasch aus, wie dann dieser Prinzipalmarkt jetzt aussieht. Aber wenn man die Stadt jetzt begeht, geht man eigentlich davon aus, dass es ein original altes, mittelalterliches Städtchen ist, ja. Genau. Und genau das sollten wir vielleicht auch noch sagen, eigentlich immer, wenn wir irgendwo eine Ausstellung machen, beziehen wir uns immer auf die gegebene Architektur oder Geschichte oder versuchen eben was rauszufinden, was sozusagen auch nicht so offensichtlich ist, wie zum Beispiel diese Tatsache, dass es eben halt eigentlich erst in den 50er Jahren entstanden ist, wie der Stadtkern jetzt aussieht. Und was auch noch sehr faszinierend war an der Architektur, ist, dass diese Häuserfassaden alle eigentlich flach sind. Geh nochmal eins zurück. Ja, und man denkt sozusagen, oh, das sind sozusagen riesige sozusagen Dächer, aber wie gesagt, sind eigentlich nur flache Fassaden, die dann hinten von so Metallstangen gehalten werden und dahinter ist ein ganz normales Giebeldach. Genau, das fanden wir irgendwie faszinierend und wollten das in eine Skulptur irgendwie umsetzen oder damit irgendwie dieser Referenz irgendwie arbeiten. Und ich glaube auch, weil eben diese Übersetzung von zweidimensional zu dreidimensional in unserer Arbeit so eine große Rolle spielt, war das für uns auch wie so eine Symbolhaftigkeit, die wir aufgreifen wollten. Dann haben wir eigentlich gleich beim ersten Site-Visit so eine Skulptur entworfen. Ja, sprechen wir dadurch. Ja, genau, das ist was ganz Witziges, eben diese Fassaden in Münster, die durch diese Metallstangen mehr oder weniger gehalten werden, haben uns dann auch wieder an das Schloss Pellesch erinnert, weil da gibt es nämlich diese Terrasse, die dann dort durch Holzpfähle irgendwie gestützt wird. Das ist auch immer noch so. Genau. Also das ist ein Foto vom Schloss Pellesch. Und draußen. Ja, und ich glaube, da sind die Stützen sozusagen structurally wichtig und die anderen Stützen sind sozusagen, man weiß nicht, ist es Dekoration oder wie, ja, auch ein bisschen was hält was. Dann haben wir nämlich, haben wir uns entschieden auf die Fassade von unserer Skulptur. Also wir haben halt eine Skulptur eingereicht, die einfach viel zu groß und oder halt eben, es war ein sehr ambitioniertes Projekt, was dann aber auch irgendwie angekommen ist und wir die auch bauen durften oder konnten. Und ja, wir haben eine Fassade entworfen, die dann eben diese Stützen von dem Schloss Pellesch zeigt und eben auch in Kachelformat. Die Kacheln hatten auch das Format von A3, wie die meisten unserer Arbeiten ja immer als Referenz zu der einfachsten Form der Kopie. Und die Outline, die man jetzt sieht von dieser Fassade, die ja angelehnt war an die Münsteraner Fassaden, war sozusagen die Quintessenz von allen Fassadenformen, die es früher gab, von den Designs aus den 50ern, die nie realisiert wurden und so, wie es heute aussieht. Also wir hatten dann alle Fassaden übereinander gelegt und das war sozusagen die dominanteste Linie. Das war sozusagen die Quintessenz von allen Fassadenlinien, genau. Das ist so ein Detail von den Kacheln. Da sieht man auch diese Punkte und mit diesen Dots, die kommen auch öfter halt eben in unseren Arbeiten und Tapeten vor. Genau, die Druckpunkte. Genau.
Genau, das waren dann die Entwürfe, wie groß diese Skulptur werden sollte. Und dann ging es eben durch so verschiedene Entwürfe. Und wir wussten eigentlich die ganze Zeit immer nicht, können wir dieses Ding wirklich bauen? Ja. Darauf gehen wir vielleicht auch später ein. Genau, was uns aber auch von Anfang an wichtig war, ist, dass wir da nicht nur so eine große Skulptur haben, sondern dass die eben auch begehbar ist. Also, dass man diese Skulptur auch aktivieren kann. Und dass es eben die Skulptur dann eben nicht nur eine Skulptur, genau, sondern auch begehbar ist und dass es eben auch die Fragestellung ist, wie, ja, was kann eine Skulptur alles beherbergen oder wann kann was irgendwie ein Gesamtkunstwerk sein und was ist dann der Moment der Kunst, wenn was darin passiert oder einfach nur, weil da was steht. Genau, die stand dann auf dem Egedi-Parkplatz neben. Genau, und da im Hintergrund sieht man so ein, ich glaube, das war von irgendwie so ein Justizgebäude, das war in so einer Art internationalem Stil gebaut. Dahinter war noch eine Kirche, die auch so eine ähnliche Fassade hatte und gegenüber war ein sehr postmoderner Bau und dann gab es noch so eine ganz normale 50er Jahre Häuser, Gebäude. Genau, hier sieht man so den roten postmodernen, dieses Shopping Center und mit anderen Dingen kombiniert. Das war halt so ein sehr geladener Platz, der hat uns ja deswegen sehr interessiert. Und dann wurde uns auch langsam bewusst, dass da also auch wirklich technisch sehr viel reinfließen muss, dass man da halt nicht einfach irgendwie mal sowas hinbauen kann. Weswegen wir dann uns bald auch an eine Architektin gewendet hat, die speziell das macht. Und leider, also da merkt man dann halt auch, wenn man halt die Sachen nicht selber macht, sondern eben mit jemandem zusammenarbeitet und halt auch im öffentlichen Raum arbeitet, dass man dann halt auch manchmal samstags morgens im Schlafanzug entscheiden muss, wie groß dann die Schrauben sind und was der Bauantrag macht. Und ja, und dann plötzlich ja, wurde diese Skulptur immer größer und immer komplizierter. Genau, und dann befassten wir uns plötzlich mit irgendwelchen Bauplänen und Windlasten. Ja, also es war, ja. Es war total interessant für uns, dann plötzlich in sowas hineingeworfen zu werden. Oder wir haben uns ja selber hineingeworfen. Ja. Aber das war dann sozusagen dadurch, dass es ja im Öffentlichen, man musste sozusagen ja eben durch den Bauantrag, als würde man dieses Haus bauen, was dann dafür immer steht. Aber de facto stand das da eigentlich nur für, ich glaube, 4 Monate ja, oder so, also, ja. Ja, also nicht sehr lange. Genau. Naja, und aber was ganz gut war, weswegen es dann auch gut war, mit jemand anderem zusammenzuarbeiten, war, dass eben die Idee war, dass man dieses Giebeldach eben nicht massiv baut, sondern dass man es aus Stahl baut und dann später mit D-Bond versieht. Genau, und die Treppen, ich glaube, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, die Treppen von diesem Rückbau waren auch im A3-Format. Mhm. Genau, hier sieht man, wie die Wand von vorne aufgestellt wird. Wer hat es bezahlt? Teilweise Skulpturprojekt Münster, teilweise haben wir dafür ein großes Fundraising gemacht und Arbeiten dafür produziert, die dann eben dafür verkauft wurden. Ja, genau, das LWL-Museum und ja, es waren verschiedene. Und hinten eben dieser Korpus, das ist auch dann mit einem Foto bedruckt von einer Jasmonite-Arbeit und zwar von einer Jasmonite Bar, die im Innenraum stand. Und das war den Aspekt, den wir vorher schon erwähnt hatten, dass wir eben wollten, dass es nicht nur eine passive Skulptur ist, sondern wir wollten uns damit dann wieder auf unsere Ursprünge beziehen. Und zwar gab es an dieser explizit diagonal gestellten Skulptur Bargespräche und zwar mit Künstlerinnen und Künstlern, mit denen wir vorher schon mal ausgestellt haben. Also die bei uns in den Räumen vorher ausgestellt hatten, genau. Und die Bar haben, das war dann auch das Einzige, was wir tatsächlich selber mit der Hand machen konnten. Und die wurde dann aber eben, ja, piktoral draußen wieder rezitiert in der Skulptur. Da sieht man, das erste Bargespräch fand draußen statt, vor der Skulptur. Genau, das war mit Alexandra Dacuna. Und da haben wir auch den rumänischen Pflaumenschnaps serviert, den Zwicker. Ja, und die anderen Bargespräche fanden dann in der Skulptur statt. Das ist mit Maria Loboda, der Künstlerin. Das ist mit Mariechen Danz. Da hat sogar geregnet und in die Skulptur rein geregnet. Also sehr schön verschiedene Atmosphären, die wir da erlebt haben. Ja, da sieht man, wie sie da steht.
Und bei dem nächsten Projekt, da waren wir eingeladen in, ich glaube, jetzt heißt es Kunsthalle Steiermark, das hat sich umgenannt. Also früher hieß es Künstlerhaus Graz, genau, in Graz in Österreich. Und die hatten auch so ein sehr dominantes Oberlicht, womit wir uns dann auch wieder auseinandergesetzt haben. Und zwar, ja. Genau, hier sieht man den Raum und ja, damit wollten wir uns nochmal anders auseinandersetzen. Und zwar haben wir dann das Oberlicht abfotografieren lassen, wie es zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag war. Und da fanden wir eben auch, also alles, wie es dann entstanden ist. Ja, das ist wahnsinnig. Genau. Ja, das ist zum Beispiel jetzt auch ein Entwurf, den wir gemacht haben, den wir nicht realisiert haben, aber das wir auch mal zeigen. Genau, also da wollten wir eben auch zeigen, wie viele verschiedene Ideen man irgendwie so durchläuft, bis man dann zu dem kommt, was man, also wir als du, unsere Hauptarbeit ist eigentlich immer miteinander reden und irgendwie Ideen entwickeln und die entwickeln sich eben oft durch so eine Art ein gesprächliches Ping-Pong-Spielen, ja, dass eben einer irgendwas in den Raum wirft und der andere erweitert das und so kommen dann irgendwelche Ideen zustande. Und, die dann auch teilweise nicht realisiert werden. Genau. Und witzigerweise stand der Titel der Ausstellung schon lange fest. Das war nämlich ein Titel, den wir von Max Ernst entlehnt haben, und zwar The Sky Opens Twice, was ja eben gut passte zu diesem Oberlicht. Und dann ist uns eingefallen, es gibt dieses komische Foto vom, auch das ist auch ein Außenbereich vom Schloss Pelesch, von dieser merkwürdigen Säule, wo es gibt witzigerweise in Venedig, das ist ja andersrum, da steht der Löwe oben auf der Säule drauf, aber in dem Fall steht er unten drunter und der hält, und diese Säule hält nichts, also nur den Himmel. Genau, und da hängt dann noch so ein Draht dran, das fanden wir dann irgendwie so schön. Genau, und dann haben wir angefangen, eben mit dieser Idee weiterzuarbeiten. Und genau, hier sieht man so ein Moodboard, was wir gemacht haben, und dann haben wir auch überlegt, was für Skulpturen oder was für Elemente von anderen Arbeiten können wir damit einbauen. Das ist jetzt ein Entwurf für eine Wandtapete, die dann eben das Deckenlicht wieder zeigt. Die haben wir dann immer verschiedener angepasst und kamen dann im Endeffekt zu einem Resultat, auch mit der, also mit einer Wandtapete zu machen, die dann letztendlich auch wieder so eine Produktion, so ein Produktionsmoment zeigt im Atelier. Und auch, also man sieht, die ist so übereinander gelegt mit einer Ansicht von Falten und irgendwie einem abfotografierten, ja, Moment von so Papierarbeiten. Genau. Das ist auch ein Entwurf. Mhm. Und hier sieht man was aus der Produktion. Also wir arbeiten viel eben mit dem Material Jasmonite, was schon eben zum Beispiel in der Bar aufgetaucht ist. Und das ist so ein gebrannter Gips mit Acrylharz, und das ist sehr flüssig, und dann kann man das eben pigmentieren, und wir gießen das immer in so Plexiglasformen von verschiedenen. Und hier sieht man es von hinten, wie es danach beschwert wird. Ja. So sieht es aus während der Produktion, und so sah jetzt eine pigmentierte Platte zum Beispiel aus, wenn die dann rauskommt, wenn sie entschalt wird. Und genau, visuell haben wir eben mit diesem Bild aus dem Schloss, von diesem Außenbereich gearbeitet, und uns hat auch wieder interessiert, dieses Moment zwischen Fotografie, Malerei und Objekt, und was dann teilweise eben auch sehr figürlich sein kann oder teilweise halt auch sehr abstrakt. Und eben auch das Moment von innen und außen, mhm, was jetzt als nächstes kommt. Es gibt dann nämlich diese wundervolle Rundung, die außen im Künstlerhaus irgendwie so ein ganz bestimmtes architektonisches Gefühl irgendwie gibt. Und da wollten wir eigentlich auch wie so einen Einblick in die Ausstellung bringen. Und die haben wir eben auch benutzt, um, ja, kannst du das nächste zeigen? Genau, da haben wir dann auch ein Bild drauf gemacht mit einer Plane, die eben wie einen Einblick in die Ausstellung gibt, ja. Genau. Und das war jetzt sozusagen die fertige Ausstellung. Da haben wir dann auch wieder auch als Referenz, also wir beziehen uns dann oft nicht nur aufs Schloss, sondern eben greifen auch unsere eigenen Arbeiten auf, zum Beispiel diese Bodenplatte da in der Mitte, die war auch aus diesem Styropor, was wir eben halt auch zum Beispiel schon mal in Hannover benutzt haben. Und genau, im Hintergrund sieht man eben hier eine Platte, die dann mit diesem oder einem Teil von diesem Foto eben bedruckt wurde, wo man dann teilweise eben Fragmente wiedererkennt und teilweise verschmilzt eben mit dem Untergrund. Genau, hier sieht man ganz schön die Säule eben.
Ja. Jetzt, genau, das war 2019 die Ausstellung in Graz. War 2019. Ja. Und dann wurden wir zu einer Ausstellung eingeladen, in Seoul eine Ausstellung zu machen bei Barakat Contemporary, bei einer Galerie. Und zwar haben die einen ganz tollen Space, den wir auch bis jetzt nur online gesehen haben. Ja, da hat uns eigentlich der Boden sehr fasziniert, weil der, also hier sieht man, das ist nicht unsere Arbeit, sondern das ist einfach ein Foto von der Galerie. Und da hat uns der Boden sehr fasziniert, weil der eben so ungreifbar irgendwie ist, weil man den auch, finde ich, auch von weit eigentlich schwer verstehen kann. Und deswegen, genau, war das eigentlich so unser Eingangspunkt in die Ausstellung. Und hier sieht man, wir haben uns dann halt auch sehr wieder sozusagen mit lokalen Keramiken zum Beispiel auseinandergesetzt. In der Mitte, hoch, sieht man das? Nee, jetzt ist weg. Habe ich was gedrückt? Auf dem Monitor ist ja zu sehen, ja. Sollen wir es nochmal an ausmachen oder so? Jetzt, okay. Wunderbar. Also ja, in der Mitte sieht man eine Arbeit, über die Ausstellung haben wir jetzt nicht explizit gesprochen, aber das war eine Ausstellung in Timișoara, wo man in der Nähe früher so alte Keramikfigürchen gefunden hat. Also, und dann haben wir herausgefunden, dass es die eigentlich überall in der Welt gibt. Also was man hier oben links sieht, das sind zum Beispiel so kleine Tonfigürchen, auch aus der Steinzeit, aber halt aus Korea. Also die gibt es überall auf der Welt. Und dann haben wir auch hier wieder so ein Moodboard gemacht, wo wir halt auch dann weiter oben sieht man noch so eine andere koreanische Keramik. Und dann haben wir so ein bisschen angefangen, eben damit zu forschen. Genau, ich glaube, so ein bisschen ist es auch Sinnbild. Also so archäologische Funde ist für uns auch so ein bisschen Sinnbild geworden, wie als wir den Pool zum Beispiel gemacht haben. Was passiert, wenn man sozusagen to scratch the surface? Also was liegt unter dem Offensichtlichen oder was liegt unter dem, was man so zuerst sieht. Ja. Genau. Und genau. Mit den, reden wir zuerst über die Skulptur? Ja, nee, über das, ja. Ja, und dann haben wir ein Modell gebaut, weil wir da ja auch nicht hin konnten. Und das zeigt, das hat eben auch den Boden aufgegriffen, den wir dann auch wieder überlagert hatten. Mit, da sieht man auch einen kleinen Teil von dieser Amphore aus dem Schloss Pelesch, die eben auch so Schlangen, die eben so Schlangenarme hat. Und diese Schlangenarme stehen für uns, oder wir benutzen oft Seil auch in unseren Arbeiten, weil das Seil auch so eine Referenz zu diesen Schlangenarmen ist. Ja, von der Amphore. Die kommt öfter mal vor. Genau. Na, und hier sieht man so Tests, wo wir halt versuchen wollten, den Boden so gut wie möglich zu kopieren. Und wir haben uns dann eben, wie gesagt, sehr mit der koreanischen Keramik auseinandergesetzt und sind dann über einen Meister Yu gestolpert, der so ganz besondere Celadon-Keramiken macht. Aber sobald er findet, dass die nicht gelungen sind, zerstört er sie. Also sowohl vor dem Brand, während dem Brand, sobald, und für das ungeübte Auge erkennt man gar nicht, warum er sie nicht als gut genug bewertet. Und eben da wir auch sehr mit dem Moment von Konstruktion und Dekonstruktion arbeiten, war das eigentlich sozusagen der Ankerpunkt. Genau, und dann haben wir angefangen, Keramiken zu machen, die wir eben geformt haben, wie so, ja, auch wie so Pötte, also wie die koreanischen sozusagen Aufbewahrungs ja, Vessels, und die haben wir dann aber kurz bevor sie eben gebrannt wurden, haben wir die auf eine Art Weise zerstört, also entweder reingeboxt oder draufgeschlagen, oder genau, die hatten dann entweder Löcher oder waren eben in sich zusammengesackt. Das waren die Keramiken, die wir dafür hergestellt haben, eben als Referenz zu diesem Meister Yu. Und gleichzeitig wollten wir die mit diesem gleichen, also die Farbe, mit denen die oft eben in Korea benutzt wird, das ist dieses Celadon, was Katharina erwähnt hat. Und zwar ist das so the secret color, oder irgendwie soll das so eine sehr so ein ungreifbares Grün sein, was wir sehr faszinierend fanden. Es gibt da nämlich auch sehr viele Übersetzungen dieser Farbe und die sieht auch immer irgendwie anders aus. Und dann haben wir uns mit diesem Namen Celadon beschäftigt und sind dann
darüber gestolpert, dass es eigentlich der Name, zumindest der europäische Name, von einem Theaterstück Lastré kommt, von einem französischen Theaterstück. Und da wird ein Hirte beschrieben, der entweder einen grünen Mantel oder eine grüne Bänder trägt. Und die Europäer sind eben, jetzt ist er wieder weg, und die Europäer haben eben diese Keramiken entdeckt in Korea und haben sich dann eben an diesen Hirten erinnert und daher dann zumindest im europäischen Raum die dann so benannt. Genau, und für uns, wir finden es immer sehr interessant, wenn sich so Geschichten irgendwie zusammenweben, die irgendwie auf den ersten Blick eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und so verweben wir eben diese Geschichten auch wieder. Und dann entstehen eben Arbeiten, die sich denen bedienen und das eben gegenseitig irgendwie überlagern. Jetzt, vielleicht ist die Connection irgendwie schlecht von dem Beamer. Also ich mache nichts. Zumal, genau. Nee. Gerade kam es dann immer wieder. Ne? Mhm. Jetzt ist es da. Ja. Ja. Ja, ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Und also dieser Hirte, den man eben sah, wenn er mich jetzt lässt, der will auch nicht so ganz, wie ich will. Nein. Okay, dann. Ja, ja gut, der also taucht nochmal auf. Er genau. Taucht nochmal auf. Also das war auch ein. Ah, jetzt. Ja. Das war auch ein Stich oder eine Radierung von einem rumänischen Hirten, aber auch von einem französischen Künstler. Genau. Und so sind wir, über diesen Hirten sind wir dann ein bisschen auf das Konzept von Arkadien gestolpert. Genau. Und bei Arkadien geht es darum, und darum geht es auch in dieser Geschichte von Lastré, geht es um so eine Utopie, das kommt eigentlich aus der griechischen Mythologie. Und da geht es immer um die Utopie, dass es einen besseren Platz gibt, nämlich das einfache Hirtenleben. Also selbst Adelige haben sich dann erträumt, also sozusagen ein einfacher Hirte zu sein. Und der Titel der Ausstellung, den haben wir noch gar nicht genannt, der hieß nämlich ja. Even Here I Exist. Und das I in diesem Titel bezieht sich auf den Tod. Also es heißt sozusagen, selbst in dieser utopischen Hirtenidylle gibt es mich, den Tod sozusagen. Und dieses Moment fanden wir halt sehr interessant. Und deswegen, das ist auch wieder ein Foto, was wir auch in Timișoara bei der Biennale gezeigt haben, wo es eben auch diese Keramikobjekte gab, die wir da verbrannt haben. Und sozusagen haben wir dann diese beiden Geschichten eben, oder diese drei Geschichten sozusagen eigentlich dann halt verwoben. Genau, diese Stränge verwoben. Und genau, hier sieht man eben den Hirten, der, ja, sah man den Hirten, wie der mit diesem einen Bild genau zusammenkommt und auch auf so eine auf eine gegossene Platte gedruckt wurde. Ja, das ist auch wieder ein Objekt, was eigentlich zwischen Bildhaftigkeit und Skulptur steht, eben auch, weil das reingegossene Pigment eigentlich selber skulptural ist, weil es in dem Material drin ist, ja. Und genau, dieses Foto, was man eben auch sah mit diesem Verbrannen, das hat uns eben auch an den Boden erinnert. Deswegen fanden wir auch, dass das eben genau. So zusammenpasst. Das war oben auch ein Wandteppich, eben, wie gesagt, so auch so zwischen diesem 2D, 3D sitzt. Und hier sieht man eigentlich so ganz gut diese Parallelen von der Wandtapete und dem Teppich, der oben noch hing. Hier sieht man die ganze Ausstellung. Also eben auf dem Boden standen diese Keramiken, die eben auch um diese Imperfektion irgendwie sich damit auseinandersetzen. Und ja, gleichzeitig also dieses utopische Leben oder eben auch die Utopie von dem perfekten Behälter. Haben wir so ein bisschen vermischt.
Da sieht man eben auch nochmal diese grünen Bänder, die sich auch wieder auf die Geschichte beziehen. Dann wollten wir noch über eine Ausstellung reden, die dieses Jahr passiert ist, genau. Die war auch schon länger in Planung, genau, also 2021. Und zwar wurden wir vom E-Werk Luckenwalde eingeladen. Und das ist ein sehr interessantes Haus, also es ist eine ganz neue Institution, die das frühere Elektrizitätswerk wieder betreiben und zwar nicht mehr, also früher wurde dort Elektrizität durch Kohleverbrennung hergestellt, genau, und jetzt sind es aber so kleine Wood-Chips, genau. So Holzpellets. Und das, ja. Nee, du. Genau. Und dann haben wir sozusagen uns auch mit dem Thema Elektrizität beschäftigt und halt eben sozusagen die Frage, ja, wie kam der Mensch eigentlich auf die Idee, irgendwie mit Elektrizität was zu machen oder auch mit Feuer, was ja eben halt Verbrennung, also auch wieder Feuer steht ja sowohl auch wieder für Dekonstruktion, aber Feuer brauchen wir ja auch, um, wie gesagt, Essen zu machen sozusagen und auch eigentlich, was auch ganz spannend ist, eigentlich die Asche, die man verbrennt, die benutzt man ja dann oft auch als Dünger fürs Feld. Also das sozusagen auch, das auch so wieder so ein Kreislauf ist, der halt auch sozusagen schon immer wichtig war. Dann haben wir dann auch überlegt, wie kann man mit diesem Innenraum, also das war früher die Halle, wo früher die Dampfmaschinen standen. Also die Turbinenhalle. Genau, die Turbinenhalle. Ja. Und wie kann man damit irgendwie arbeiten? Also da war uns auch bewusst, dass man eben ganz genau diese Geschichte der Elektrizität oder wie das so in das menschliche Sein irgendwie seinen Weg gefunden hat, irgendwie da aufgreift. Da haben wir verschiedene eben Bilder gefunden, die sich damit beschäftigen. Also oben sieht man dieses Silberne, das ist ein das kommt aus Mesopotamien und zwar war das so eine Vorstellung von der Gottheit Gira, also was man da so sieht, dieses Objekthafte. Genau, das war eigentlich auch so ein Feuergott und es gab ja auch ganz viele irgendwie Experimente, die sich mit der Elektrizität befasst haben. Und Elektrizität ist ja was Natürliches, was in der natürlichen Welt vorkommt und was nicht der Mensch erfunden hat. Ja. Genau, und zum Beispiel das hier unten, das war, hieß, das wäre die erste Batterie der Menschheit, das hätten die Ägypter sich ausgedacht, aber das stimmt gar nicht. Und das hat uns halt eben auch interessiert, was ist sozusagen wahrgenommene Wirklichkeit oder was ist sozusagen auch, oder wie interpretieren wir Geschichte? Was zum Beispiel auch interessant ist, der Titel hieß The Long Sleep of Ember und Ember heißt ja zu Deutsch Bernstein und auf Griechisch heißt es Elektron und daher kommt eben auch das Wort Elektrizität, weil schon in der Antike hat man eben festgestellt, dass wenn man Bernstein auf Stoff reibt, dass der eine statische Wirkung hat oder wenn man auch Bernstein auf andere Materialien reibt, dass es sogar auch wie Funken oder sowas gibt. Also deswegen, daher kommt eigentlich unser Wort Elektrizität von Bernstein. Und eben hier sieht man noch so eben halt eben Feuer hat eben was Höheres und eben was erschafft oder halt auch genau, zerstört. Genau, erschafft und zerstört. Und das war für uns dann eben so eine ausgehende Parallele. Also genau dieses Bild hat uns sehr inspiriert und basierend auf diesem Bild, also was man da für eine Skulptur innen sieht, haben wir eine Keramik angefertigt. Also die haben wir auch vor Ort gemacht. Dann sind wir jeden Tag nach Luckenwalde gefahren und haben zwei Keramiken gemacht, die wir dann auch dort vor Ort brennen wollten. Und zwar wollten wir nämlich eben als Referenz zu diesem uralten irgendwie Phänomen von Feuer und eben auch die ursprüngliche Form, wie man Keramiken eigentlich brennt, wollten wir damit experimentieren und haben uns einen Grubenbrand vorgenommen. Also ein Grubenbrand funktioniert so, dass man eben ein tiefes Loch gräbt und dann da seine Keramiken reinsetzt und dann das alles mit verschiedenen Materialien und Holz. Und dann haben wir eben auch diese Holzchips, die dort zur Elektrizitätsgewinnung in dem Elektrizitätswerk benutzt werden. Mit denen haben wir dann auch die Keramiken eigentlich gebrannt, also in dieser Grube. Und auch mit Holz, was dann dort eben aus dem Land, also aus dem Garten dort stammte.
und Paletten haben wir eben diesen Grubenbrand gemacht, was für uns sehr inspirierend war. Also ja, es war... Genau, da, genau das ist dann auch nochmal für später wichtig. Also wir haben dann auch noch während dem Grubenbrand haben wir eben auch Fotografien gemacht. Und da haben wir auch eben Blätter ins Feuer geworfen, eben die sich mit dieser Entstehung von Elektrizität oder wie die Menschen sich das damals vorgestellt haben, sich damit beschäftigen. Also da hatten wir ganz viele A3-Ausdrucke von diesen verschiedenen Inspirationen auch für die Skulpturen, die wir dann da abfotografiert haben. Das ist zum Beispiel von Frankenstein. Ist das der Film? Ja. Hier sieht man, ich glaube, das letzte war der Film, oder? Ja. Nee, das ist der gut, Film. Oder das. Hier sieht man eigentlich ganz schön, wie die noch so ausbrennen. Also genau, als dann alles runtergebrannt wurde. Ja. Es hat auch ungefähr 3 Tage gedauert, bis das dann überhaupt dann wieder ausgekühlt war. Und dann mussten wir noch eine Woche warten, bis wir sie dann rausholen konnten. Ja, das haben wir dann alles mit den Kränen dort vor Ort wieder aus der Grube geholt. Und weil das natürlich eine sehr experimentelle Brennmethode ist, wussten wir auch gar nicht, wie viel dann von den Keramiken überhaupt noch übrig bleibt. Aber zum Glück blieb noch genug übrig. Und hier sieht man eigentlich auch ganz schön eben diese Form, von der wir vorher sprachen, diese Gottheit Gira. Die sieht man auf der Seite von der Skulptur noch ganz schön, die wir da nachgebaut haben. Genau. Und das andere, eben was das der einzige Abfall sozusagen, der noch im... Der das Kraftwerk, der bei der Elektrizitätsgewinnung übrig bleibt. Genau, ist so eine sehr, sehr schwarze, pulverige Asche. Und die haben wir dann als Pigment benutzt für Jasmonite-Platten, die wir gegossen haben. Das war während, das haben wir das war während der Produktion von diesen Platten. Genau. Und diese Platten, genau, haben wir bedruckt. Mit wieder so ähnlichen Trompe-l'œil-Situationen aus dem Atelier, also mit früheren Materialien, wo aber auch wieder Fotos auftauchten von dem Brand, den wir eben von diesem Brennprozess, genau. Das sind dann jetzt die Entwürfe. Also wir haben dann 5 Platten gegossen mit verschiedenen Pigmenten und eben mit den Bildern. Das sind dann das war auch ein Entwurf dafür. Mhm. Und hier sieht man dann, wie die Platten dann im Endeffekt aussahen. Also einerseits eben skulptural durch dieses eingegossene Pigment und andererseits sieht man auch den Prozess von der ganzen Ausstellungsentstehung dann auch auf den Platten. Und hier sieht man nochmal die Gesamtansicht. Und diese, also natürlich sind dann eben die Keramiken auch eben zerbrochen, weil es ja, wie gesagt, sehr, sehr experimentell war, aber nichtsdestotrotz wieder zurückkommt zur Hierarchie, was ist es dann genauso viel wert oder auch selbst die Asche, die dann noch dabei liegt, sozusagen, das ist eben alles Teil des Prozesses. Und auch man sieht dann auch hier, das Seil taucht eben auch häufiger auf, hier hält es zum Beispiel wieder auch, ähnlich wie auch in Hannover, eine Keramik. Ein Teil von einer Keramik, genau. Ja. Na komm. Das sind auch nur noch 2 Fotos. Das sind nur noch 2. Genau, hier. Genau. Ja, und dann kann es eben manchmal auch ganz einfache Elemente geben, die Teil unserer Ausstellung sind, eben auch hierarchielos. Das war dann noch ein kleines Teil, was abgebrochen war, was eben dann sich in die architektonische Gegebenheit dann da einfand. Ja. Das waren jetzt so ein paar Projekte, die wir euch zeigen wollten und Ausstellungen. Ich hoffe, es war interessant. Und wenn es noch Fragen gibt, sehr gerne. Ich frage als erstes. Super. Es waren ja immer wieder also Teppiche mit Ausstellungen. Nee, die sind nicht geknüpft, die sind wirklich industriell bedruckt. Das sind eigentlich wirklich auch Druckvorgänge, wie man irgend so einen Teppich, so einen Messeteppich oder so bedruckt. Also, das ist eher wie so ein filzartiger Teppich. Nee, die haben so ein bisschen Flor, ja, aber eben. Genau. Genau. Kann man aber trotzdem bedrucken.
Genau, ja. Also das Witzige ist, das sieht dann wirklich aus, wenn man näher rangeht, wie einzelne Pixel. Also jeder Faden ist sozusagen ein Pixel. Ja, die sehen sozusagen in echt auch viel abstrakter aus als jetzt auch wieder auf der Dokumentation. Ja, da sieht man, kriegt man das Gefühl nicht, ja. Aber was wir dann eben auch wieder interessant finden, eine Dokumentation von irgendwas ist ja auch wieder nie die richtige Sache, aber was ist dann echter? Das ist ja dann genau die Frage, oder das finden wir genauso interessant wie das echte Objekt dann, ja. Ich würde die Installation natürlich spektakulär. Aber immer wieder gibt es dann auch sozusagen ein Bild, ein in sich geschlossenes Bild, was eine Skulptur sein kann oder eine Collage. Und an sich ein fertiges Bauwerk, das dann in meine, also beides funktioniert. Das relativ überschaubare Kunstwerk und dann auch das Ensemble. Diese Dualität, die interessiert mich sehr stark, denn nachdem die Ausstellung zu Ende ist, verschwindet das Material zum großen Teil. Das bleiben diese Fotos. Mhm. Sodass dann für mich es wichtig war zu sehen, dass dann diese. Ihr habt mir ja auch ein wunderbares Bild geschenkt. Ich weiß, dass ihr da auch in dem Format und in dem Format sozusagen im klassischen Sinn ein Kunstwerk erstellt. Geht es weiter? Das Ensemble, die Collage, das Ganze, ist das weiter in meinem Weg? Oder wisst ihr das noch nicht? Wie weit ist dann der Ort am Schlaggehen, zum Beispiel hier diese Halle? Wo ist die übrigens? In Luckenwalde, das ist ungefähr eine Stunde außerhalb von Berlin. Luckenwalde. Das, genau. Ja, genau. Ja, ich glaube, bei uns geht es immer durch so ein Implodieren und Explodieren. Also eben, es kommt immer sehr drauf an, in welchem Zusammenhang Kunstwerke entstehen. Aber ich glaube schon, obwohl wir eben viel mit Skulptur arbeiten, hilft es uns sehr, dass wir eigentlich aus der Malerei kommen. Also dass wir dann halt auch, wenn wir Sachen entwerfen, dass wir immer schon ein sehr klares Bild vor Augen haben. Und ich glaube auch sozusagen, wie wir Sachen komponieren, ist eigentlich immer sehr malerisch. Und ich glaube, das hilft uns da, denke ich, immer. Ja. Ja, ich glaube, ja, das Schöne ist dann eben, dass wir eben dann auch immer neue Elemente mit in unsere Arbeiten mitnehmen. Und es ist so ein bisschen, ja, wie ein Schneeball. Manchmal kommt was dazu, dann fällt wieder was ab. Manchmal fällt alles ab und man hat nur noch die Mitte und baut den neu auf. So arbeiten wir eigentlich, ja. Was nehmt ihr an neuen Elementen aus Pforzheim in eure Arbeit? Oh. Wir waren sehr fasziniert von der Schlosskirche, ehrlich gesagt. Da gibt es ja so einen sehr interessanten Grabplatte. Genau. Genau, die Grabplatte vom alten, vom kleinen Ägypter, genau, der ja da als Moslem eben beerdigt wurde und man weiß nicht so genau warum. Und ich glaube, wir wollen uns ein bisschen mit dem Element beschäftigen. Ja. Aber wir würden auch ganz gerne noch Arbeiten zeigen oder weiterarbeiten, auch teilweise aus Luckenwalde, die eben in diesem Stipendienjahr entstanden sind. Ja. Da ist ja schon ein Artikel erschienen, der über die Schlosskirche gesprochen wurde. Ja, das ist wird so ein Link entstehen, ja. Hoffentlich, ja. Geplant, ja. Genau. Wie wichtig ist es für euch, dass Besucherinnen und Betrachter diese Bildverschiebungen oder diese Verbindungen von verschiedenen Bildwelten, die für euch eine sehr konkrete Erfahrung sind, auch nachvollziehen können
Das ist eigentlich ganz lustig, wie das manchmal passiert. Ich glaube, das gibt auch all shades of everything in dem Bereich. Also wir haben jetzt gerade eine Ausstellung in Innsbruck gemacht und da kam dann die Gabi Gappmeier, die einen Text über uns geschrieben hatte, und die kam in die Ausstellung rein und war richtig so: Oh wow, ich verstehe, hat sich eine Skulptur angeguckt, ich verstehe, hat sofort alle, er hat irgendwie alle Wege gelesen, die wir in dieser Ausstellung so gelegt haben. Und das war für uns auch eine interessante Erfahrung. Also es gibt irgendwie das einerseits, sie hat gleich verstanden, dass die Skulptur eine Übersetzung war von einem Bild, was an der Wand hing, dass die Tapete eine Übersetzung war von dem Boden, der da war. Das, die hat es sozusagen sofort navigiert und hat das irgendwie alles verstanden. Und ich habe mich auch kurz gefragt, oh, ist es zu einfach? Und dann gibt es auch die Umkehrung, dass es für manche Besucher dann mehr mysteriös ist oder dass mehr sich so entzetteln muss oder dass man es vielleicht auch gar nicht unbedingt verstehen will. Ich glaube, für uns ist das beides in Ordnung oder es ist irgendwie eine Herangehensweise, die wir da gar nicht so diktieren wollen. Das hat beides seine Wertigkeit und beides, es kommt darauf an, was man für eine Erfahrung damit macht. Aber für uns ist es schon auch wichtig, irgendwie eben Fragen zu stellen oder eben bestehende Strukturen, dass die eben auch hinterfragt werden. Also ich glaube zum Beispiel auch in Münster, wenn man dann unsere Outline gesehen hat und eben die Stäbe, die die Front halten, idealerweise würde man dann schon sich fragen, ah, das kenne ich woher kommt das, warum referiert das das? Also ja, so ein bisschen beides, glaube ich. Ja. Hallo. Stimmt, ja. Ob es da immer Konsens gibt oder ob das mal so klar ist oder ob irgendwie oder inwiefern dann vielleicht, wenn ihr euch nicht über etwas versteht oder was fallen lässt, ist doch dann wieder oder Emotionen auch wieder ein Teil werden der Arbeit, das habe ich mich gerade gefragt. Also wir haben, dadurch wir arbeiten jetzt schon fast 17 Jahre zusammen. Und manchmal, wenn wir in Ausstellungsräume oder irgendwas reingehen, zum Beispiel war das im Kasseler Kunstverein so, da gab es so einen Fake-Marmor-Kachelboden. Und wir haben uns angeguckt und wussten sofort, wir müssen was mit diesen Fake-Kacheln machen. Und ich glaube, so mittlerweile eben können wir halt dann auf unser eigenes Repertoire so zurückgreifen, dass wir dann eben halt gleichzeitig ähnliche Ideen haben und eben, ich glaube, was generell bei unserer Produktion oder bei unseren Ideen immer hilft oder schon uns immer geholfen hat, ist, dass wir sozusagen ja an einem großen Ganzen, sage ich mal, zusammenarbeiten. Deswegen haben wir dann auch, also hat dann auch keiner so das Gefühl, oh, das ist meine Idee, das ist deine Idee, sondern eben wir feilen daran so lange rum, bis wir beide denken, das ist sozusagen die beste Quintessenz oder eben halt auch durch die historischen oder lokalen Bezüge, die da halt mit einfließen. Das sozusagen kommt dann gar noch nicht mal unbedingt nur von uns, sondern wir beschäftigen uns dann eben mit dem Thema, eben in diesen Methoden, in dieser Methode, die wir halt schon immer anwenden sozusagen. Aber es ist sowieso, der Künstler ist hier und der wird dann da so immer gefüttert von beiden Seiten und was der dann auskotzt, das kommt dann auf den Boden oder irgendwie, ja. Aber natürlich gibt es manchmal Momente, was aber auch ganz schön ist, dass, also das ist auf jeden Fall ein Konsens, aber manchmal gibt es auch Momente, wo ich dann unbedingt was drin haben will oder du, oder dann merkt man so, ah, das irgendwie, da gibt es tatsächlich was, das ist vielleicht so mehr mein Favorite, das ist so dein Favorite. Das ist aber relativ selten, dass das ein starkes Gefühl, also das ist dann immer doch trotzdem Teil so des Ganzen oder so. Aber da, natürlich, ja. Wir haben also trotzdem auch einen Geschmack. Genau. Der sehr ähnlich ist, aber. Genau. Ja. Dankeschön. Danke dir. Ich sehe keinen direkten Einfluss von irgendeiner
bekannten Figur in der Gegenwartskunst, in eurer Arbeit. It is your stuff. Ja? Aber trotzdem, wer interessiert euch? Sozusagen auch die Generation vor euch oder auch aus eurer Generation. Welche Künstler interessiert euch? Was ist oder gibt es das gar nicht, dass ihr da jetzt sozusagen, ich meine auch nicht, ob ihr jetzt auf eine besondere Figur steht oder welche Arten, welche Gedanken oder welche Formen interessieren euch aus der Gegenwartskunst? Abgesehen von Peter Jacobi, meine ich. Also ich glaube, wir sind weit gefächert. Also natürlich, also aus der Malerei kommt, also Kippenberger, das ist sozusagen ein All-Time-Hero und auch Gordon. Ich glaube, es ist schon so eine Generation, ja, auch ein bisschen, die uns interessiert, eben auch so Isa Genzken, irgendwie eine Generation, die schon so, also halt älter ist als wir, eine Generation über uns, die uns eben sehr beeinflusst hat, während wir studiert haben und sowas, hängt ja einem irgendwie immer noch so drin, irgendwie Jason Rhodes oder Gordon Mutter Clark, solche, ja. Aber gleichzeitig sind wir natürlich auch Kunstfans. Also deswegen haben wir auch den Ausstellungsraum, den wir immer noch betreiben, in dem wir einfach zeitgenössische Positionen zeigen. Und eben, ja, das sind auch gar nicht immer befreundete Künstler, sondern Künstler, die wir eben sehen, ihre Arbeiten sehen und die uns begeistern und die wir dann eben zu uns holen und dadurch oft auch kennenlernen. Ja. Und da ist das Spektrum total breit, von Video bis Skulptur, Malerei. Ja. Was haltet ihr vom Design? Wir hatten den Herrn Wiese hier vor einem Jahr oder zwei und der hat 36 Flüche über das Design ausgesprochen, was alles Scheiße am Design ist. Und er hat einen Applaus bekommen, aber natürlich ist jeder hier im Haus bei seiner Arbeit weiterhin dabei geblieben. Just like das. Was denkt ihr? Design ist ja natürlich alles. Ich finde, das ist eigentlich so ein bisschen, als würde man fragen, was haltet ihr von Essen? Also kann schlimm sein, kann toll sein, kann inspirierend sein und manchmal braucht man es einfach nur, um den Magen voll zu kriegen. Ihr hattet wunderbare Kleider an, als ihr das letzte Mal einen Mantel aus Filz, auch sehr spezielle Sachen. Also da habe ich schon einen. Heute seid ihr relativ neutral. Ja, ich glaube, wir unterscheiden generell nicht so. Also eben, wir unterscheiden ja selber in unseren Materialien nicht. Also ich denke, also sowohl natürlich sind wir modeaffin und designaffin. Ich glaube, als Künstler kann man da gar nicht so klare Grenzen ziehen. Also ich auch, ja, Designklassiker, denen kann man sich natürlich auch nicht verwehren. Okay, war auch nur provokativ. Nö, aber gar nicht. Okay, nice. Solange es sich gut sitzt. Ja, danke Ihnen. Danke. Ich habe noch eine Anschlussfrage und zwar zu dem Austausch mit den KünstlerInnen in den Ausstellungsräumen, die ihr habt. Wie weit hat das einen Einfluss auf eure eigenen Projekte? Gibt es da Austausch über die Projekte? Und weil ich auch bei deiner Frage mit der, wir arbeiten schon so lange zusammen, dass wir unsere Positionen und unsere ästhetischen Vorstellungen, künstlerischen Vorstellungen angleichen. Wie weit ist es dann eben wertvoll, mit anderen KünstlerInnen in der Zeitgeschichte quasi in Kontakt zu treten und da auch sich auszutauschen und zu lernen? Und passiert das? Also ja, ich glaube, man ist ja nicht blind. Also man läuft ja auch sowieso durch die Welt und alle Einflüsse, die man irgendwie, ne, es muss ja erst was Thomas Bayerle mal gesagt hat, es muss erst mal was reinkommen, damit was raus kann. Also ich glaube, alles, was man erlebt oder was wir erleben, hat ja in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf unser Tun, auf unser Denken, auf unser Fühlen. Aber ja, ich glaube, speziell die Künstler, die wir dann in unseren Ausstellungsräumen, also das ist keine Kollaboration von unserer Seite aus. Das ist so eine offene Einladung für die Künstler, eben dort auszustellen. Und natürlich lernt man immer irgendwas von jemandem. Ich könnte aber nicht genau sagen, wie das in unsere Arbeit einfließt.
Vielleicht sind es sogar eher irgendwelche praktische Sachen, die man dann irgendwie mitnimmt. Auch einfach durch das Ausstellung machen mit anderen Künstlern lernt man sowieso einfach viel über verschiedene Produktionsweisen und so. Aber wir haben jetzt noch nie irgendwie ein Material aufgegriffen oder wenn das das ist, was ja, du fragst. Das war meine Frage, weil ja auch viel mit Rezitationen von eigenen Sachen auch arbeitet. Ob es eben auch so Dinge in die Richtung mit denen Menschen gibt, die schon ausgestellt haben. Aber dann, nein. Okay. Ja, ich glaube, so als konkretstes Beispiel oder der erste Künstler, also am Anfang in London hatten wir eben so zwei kleine, also weiße Ausstellungsräume, wo keine Tapete war. Und der erste Künstler, der sozusagen alles sozusagen mit einbezogen hat, das war Mark Lecky, der bei uns eine Gruppenausstellung kuratiert hat. Und der hat es eigentlich so angestoßen, dass wir gedacht haben, stimmt, warum brauchen wir eigentlich dann einen weißen Hintergrund? Wir können ja auch die Tapete als Hintergrund nehmen für Ausstellungen und dass dann halt sozusagen auch die Künstler sich mit diesem Raum auseinandersetzen müssen. Weil also eigentlich ist ja sozusagen der White Cube immer so als gesetzt und wir wollten es halt eben hinterfragen. Und interessanterweise war das für Künstler auch interessant und das war fast wie so eine Art paradoxe Freiheit, dann halt entweder gezielt mit dem Raum oder was ganz anderes. Also die kamen dann selber auch wieder auf neue Ideen und das finden wir, glaube ich, auch interessant. Und also wir finden es dann sozusagen fast eher in Ordnung, wenn die Künstler was von uns mitnehmen. Ja. Ja. Aber ich glaube, was uns generell dann geholfen hat, ist, wenn man halt natürlich eben verschiedene Arbeitsweisen sieht, dass man dann halt auch, ich glaube, das hat uns halt, dass wir schnell, wenn wir irgendwo eine Ausstellung planen, dass wir relativ schnell wissen, wo kommt irgendwas hin. Oder ja, ich glaube, das hat uns, glaube ich, das Ausstellungsmachen machen erleichtert. Ja, das stimmt. Okay, danke. Danke dir. Ja, mich würde interessieren, wie die Reaktionen in Südkorea auf eure Arbeit waren. Es gibt ja so ein schönes kleines Büchlein von Byung-Chul Han, das heißt ja Shanghai Dekonstruktion auf Chinesisch, wo Han so zeigt, dass Dekonstruktion, das macht man so in Europa, da wird immer dekonstruiert und wenn man dann in den asiatischen Raum kommt, dann ist das eher eine Selbstverständlichkeit. Also macht das zum Beispiel von Malerei fest, wo man dann sein Siegel in ein Bild von jemand anders reindrückt und alles irgendwie im Fluss ist. Oder so habt ihr das Gefühl, dass das unterschiedlich rezipiert wird in den unterschiedlichen Räumen, in denen ihr ausstellt, speziell in Südkorea? Wie war denn die Reaktion auf diese zusammengedrückten Vasen oder Objekte, die ihr Keramiken, die ihr gemacht habt? Kriegt ihr sowas mit? Ja, also ich glaube, die kamen ganz gut an. Wir waren leider nicht da. Ja. Genau, das war gerade, da ist gerade Corona ausgebrochen und wir waren froh, dass die Ausstellung überhaupt stattgefunden hat. Deswegen konnten wir da dann gar nicht so in direkten Dialog da eintreten. Ja. Aber nur, ja, was wir so, also die wurde ja ziemlich gut besprochen, die Ausstellung, was irgendwie schön war. Und ja, also wir kennen eben nur so Einzelstimmen, die sich da sehr positiv fanden. Und zwar halt an der Ausstellung halt auch wichtig oder halt an der Herleitung von Celadon, dass einem halt auch sozusagen diese kritische Auseinandersetzung irgendwie nochmal ins Bewusstsein kommt. Und ich glaube, das ist der Aspekt, glaube ich. Oder eben auch diese Übersetzungen über eine Kontinente, über Jahrhunderte und so weiter. Ja. Klar, ihr konntet keine Reaktionen einfangen, weil ihr nicht da sein konntet. Aber ich finde die These schon interessant, dass eine Dekonstruktion im asiatischen Raum eher von selber auch stattfindet. Also gerade der Mann, der die Keramiken macht, wenn sie nicht perfekt sind, schmeißt man sie halt weg oder so. Ja. Das ist nicht so dieses um die Ecke denken, wie es in Europa eher so ist, wenn Dekonstruktion irgendwas genommen wird, um so metaphysische Malerei irgendwie ins Wanken zu bringen oder so. Das ist ja schon was, wo ihr auch sehr stark verankert seid, in so einer Tradition, einer europäischen Tradition von der Dekonstruktion. Ja. Aber gut, vielleicht. Nee, ja. Eben. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Feld, ne? Ja. Da muss ich jetzt gerade mal noch eine Zwischenfrage stellen, ob da nicht die Dekonstruktion, wie du den Begriff nimmst, ganz anders oder man den ganz anders sehen muss. Denn die Zerstörung der Objekte, die dem Meister jetzt nicht perfekt erscheinen, die zielen ja doch eigentlich auf die Perfektion der Form hin. Genau. Und das ist ja dann nicht eine Dekonstruktion in dem Sinne, wie wir das jetzt verstehen, sondern das ist ja eigentlich eher die Zerstörung des Imperfekten, weil die Intention des Perfekte ist. Oder verstehe ich das falsch? Nee, das stimmt, das ist eigentlich ganz schön gesagt. Ich glaube eben uns,
uns interessiert eben, wie geht das Rad weiter? Also wie, wohin, ja, wohin rollt der Schneeball? Also zum Beispiel, also ich kenne es hauptsächlich jetzt aus der japanischen Kultur, wo man ja dann auch dann gebrochene Keramiken dann mit so Gold wieder zusammenklebt. Also da gibt es schon halt auch dieses, dass dann eben das Kaputte auch was Wertvolles sein kann. Das gibt es da schon auch. Aber eben, ja, genau. Also aber eben in dem Fall von dem Ju. Genau, nicht, ja, nicht, genau. Ja, genau. Aber es ist natürlich eine Frage oder eine interessante kulturelle, kann ein interessanter kultureller Austausch sein, wie man eben mit sowas umgeht oder wann wird was als kaputt erachtet oder eben auch, wann wird was überhaupt als Kunst, also Kunst, Müll, Abfall, Atelier, Arbeitsraum oder nicht. Das sind natürlich immer diese Grenz, diese In-Between-Sachen, die interessieren uns. Und eben der Prozess, also sozusagen, dass wir den Prozess deutlich machen dazwischen, ja. Über was für einen Zeitraum oder ist vielleicht auch unterschiedlich, aber wie entsteht so eine Idee von euch? Also welchen Zeitraum gebt ihr euch oder habt ihr den vorgegeben und wann sagt ihr, jetzt ist es bereit für eine Ausstellung oder jetzt können wir das machen? Ja, Corona hat das eigentlich so ein bisschen, das war eigentlich ganz interessant. Also normal oder viele Ausstellungen haben wir innerhalb von 4 Wochen produziert. Das war eigentlich immer so unser, oft eben machen wir halt so Moodboards und fangen dann irgendwie an, so Sachen zu sammeln. Und dann die Produktionsphase ist manchmal sogar dann nur 1 oder 2 Wochen. Also die, das ganze Gelaber und das ganze Planen und Bestellen und sowas, das nimmt fast mehr Zeit ein als die eigentliche Produktion. Und durch Corona, weil sich halt alle Shows eigentlich verschoben haben, auch zum Beispiel jetzt die in Luckenwalde, die man zuletzt gesehen hat, da haben wir ewig dran gearbeitet. Und das war eigentlich ganz interessant, weil wir dann parallel an verschiedenen Ausstellungen gearbeitet haben und dann die zum Schluss dann eigentlich dann immer noch verfeinert haben. Also aus unserem Gefühl heraus sozusagen. Ja. Aber das war dann interessant, wenn man dann wieder irgendwelche alten Faden aufgegriffen hat. Also deswegen war das eigentlich mal ganz heilsam, dass man nicht immer so blockweise dann immer an was arbeitet, sondern dass man dann eben immer wieder auch zu was zurückkommen konnte. Also für uns ist es eben auch oft so, es dauert immer so lange, wie man Zeit hat. Also und das ist dann auch eben, es kann eben sich manche Sachen, die Skulptur in Münster, da haben wir 2 Jahre lang dran gearbeitet und andere Sachen, ja, machen wir dann eben in 4 Wochen. Es ist, ja, kann beides auch sehr gut sein oder nicht so gut, ja. Und was passiert danach mit den Sachen? Also gibt's da, nimmt es einen weiteren Weg oder ist es dann geschehen und ihr macht was Neues draus oder kommt da vielleicht nochmal irgendwie eine Ausstellung dann in einem ähnlichen Stil, wo ihr Sachen wieder aufgreift? Das kann auch ganz verschiedene Wege gehen. Also manche Objekte werden danach zerstört. Also zum Beispiel die Skulptur in Münster, die gibt's nicht mehr. Dann andere Objekte sind eben Teil unseres Lagers oder unseres Ateliers oder die werden dann eben weiter, die gehen dann einen neuen Weg, ja, werden dann eben auch entweder dekonstruiert oder wieder aufgenommen. Ja, gehen verschiedene Wege. Aber es muss dann schon immer zum Kontext passen, sozusagen. Also ja. Wenn, was ich ja auch vorhin gesagt habe mit diesen Keramikfigürchen, die man in Rumänien gefunden hat und in Korea, also wenn man irgendwie merkt, da gibt es irgendwie so Parallelen eben in der Geschichte oder in irgendwelchen, ja, Aspekten, dann greifen wir es wieder auf. Eher wie so ein Werkzeugkasten. Ich glaube, das Mikro ist gar nicht an. Also ich kann mir vorstellen, was für ein organisatorischer Aufwand hinter dieser Arbeit steckt. Reisen, Versicherung, Lager und so weiter und so weiter. Habt ihr eine Sekretärin oder einen Sekretär? Ja. Ihr macht das selbst weiter? Ja, also Wahnsinn. Wir machen alles. Barbara ist Import-Export, ich mache Steuern und Finanzen. Ich verpacke gern und kletter auf Leitern und Katharina schreibt auch ganz gute Texte. Also, ja, ja. Organisation. Ich finde es aber schön, dass das gefragt wird, weil das sieht man ja immer nie im Künstlerleben oder man denkt ja dann immer, ne, dass wir dann nur, dass dann Künstler sich immer nur was arbeiten, aber und der, ein großer Teil unserer Arbeit ist eben Büro, Organisation und ja, von A bis Z. Wie viele Sprachen sprecht ihr?
Deutsch. Kommt drauf an. Pellisch. Ja. In England eine Wahl gehabt. Das war doch Englisch. Ja. Nee, er ist entspannt. Okay. Nein. Das war's. Alles gut, danke. Ich sage jetzt einfach danke, dass ihr hier wart und wir sind sehr gespannt auf die Ausstellung, die uns im nächsten Jahr erwartet. Ja, wir auch. Dankeschön. Danke.